drei Fragezeichen. Bob hatte es als erster herausgefunden. Klarer Fall. Es fehlt Benzin. Hier die Tankanzeige ist ganz unten. Onkel Titus raufte sich die Haare. Das fehlt mir gerade noch. Und leider haben um die Zeit alle Tankstellen zu. In der Ferne ging gerade der helle Vollmond auf. Und was machen wir jetzt? Fragte Justus sein Onkel hoch vor den Ladefläche. Das Pickup, ein zusammenklappbares Minimotorrad, das Ding habe ich für den Notfall immer dabei. Es nützt nichts. Ich werde damit nach Hause fahren und komme morgen früh eine volle Benzinkanister zurück. Ihr übernachtet einfach im Hotel. Dann wandte er sich an die beiden Besitzer. Sie haben doch noch freie Betten, oder? Der Mann mit der hellen Stimme zupfte sich am Siedenbart. Sicher, sicher! Für eine Nacht im Schoße der müden Seelen ist immer Platz. Folgt mir zum Rezeption. Onkel Titus fuhr davon und wenig später wurde den drei Fragezeichen wortlos ein sonderbarer Zimmerschlüssel überreicht. Peter nahm dieses in die Hand. Jetzt müssen wir ausreichend herausfinden, zu welchem Zimmer das denn gehört. Die Frau lächelte finster. So ist es und treff eure Wahl gut. Was ist euer Liebling? Sternzeichen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das ist Tag von heute eigentlich. Und darum ziehe ich heute mal dieses Rätsel hier. Könnt ihr es sehen? So. Und darum, hier habt ihr schon heraus davon. Es ist natürlich der Herr Zeus. Der Herr Zeus ist heute ein Fisch. Und der Fisch, wo schwimmt er denn? Leute, machen wir heute den Trick. Wir haben einmal Spinnenweben-Attrappe. Alles klar? Leute? Echt wirklich? Ja, machen wir sofort weiter. Bis morgen. Tschüss.